Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem Running Let's Play Sim City. Hier ist wieder euer Alex und ich melde mich zurück. Ja, wie versprochen, beginne ich jetzt mein Running Let's Play. Das heißt, dieses Let's Play wird kein Let's Play sein, was ich jetzt auf den ersten Schlag beenden werde. Sondern dieses Spiel werde ich praktisch immer dann wieder spielen. Wenn ich mal eine kleine Pause für meine anderen Projekten brauche oder immer zwischendurch mal wieder. Das heißt, dies ist meine erste Session SimCity und ich möchte dieses Let's Play vorrangig dazu nutzen, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und wie ich mal bereits erwähnt habe, in meinem Let's Play zu Code Veronica X, glaube ich, war das, ja, wurde ich ja getaggt von meinem lieben Kollegen Dave Durden, ne? Und diese Fragen werde ich auch im Rahmen dieses Let's Plays beantworten, in der ersten Session, praktisch in dieser hier. Dafür nutze ich dieses Let's Play, weil hier müssen wir ja nicht so viel aufpassen, beziehungsweise ich muss nicht so viel aufpassen. Und ja, da kann ich ein bisschen bauen. Am Anfang werde ich euch noch ein bisschen erklären, wie das Spiel funktioniert, wer es noch nicht kennen sollte. Und danach kann ich erzählen und dann werden wir schon sehen. Irgendwie werden wir uns die Zeit vertreiben. Und wenn ihr merkt, wie das hier läuft und euch das hier Spaß macht, dann könnt ihr euch vielleicht auch noch ein paar Fragen ausdenken. Und in der zweiten Session, die dann irgendwann kommt, können wir dann wieder weiterquasseln. Ja, also, wie ihr seht, ein Super Nintendo-Spiel aus dem Jahre, was steht da, 89, 91, 92. Also es ist schon ziemlich, ziemlich alt. Aber genau in diesem Alter, ungefähr in den Jahren, da war ich schon ein bisschen älter. Ich denke mal so 98 rum oder so. Da habe ich dieses Spiel, glaube ich, am häufigsten gespielt. Ich drücke einfach mal Start. Ja, und wir nehmen natürlich eine komplett neue Stadt. Wir wählen keine Schauplätze oder so, wir nehmen eine neue Stadt. So, jetzt haben wir hier zur Auswahl jede Menge Landkarten. Erledigt ist das erste. Normalerweise könnte man die erste hier gleich komplett nehmen. Da ist viel, viel Land und ein Fluss zu sehen. Ich zeige euch das mal. Man kann hier von 0 bis 999 irgendwelche Zahlen eintippen. Ich nehme jetzt einfach mal... Ich habe jetzt das Heft jetzt auch nicht bei mir. Ich habe normal eine Anleitung dazu, aber egal. Ich weiß nicht warum. Ich nehme jetzt einfach mal 326 so. Dann gehen wir hier auf OK. Und dann sehen wir mal, was er da kreiert. Und ja, also wenn man das Ziel erreichen möchte, möglichst viel Einwohner zu bekommen, dann sollte man genau dieses hier nicht wählen. Man sollte keine Insel wählen, weil die wenigsten Landflächen hat. So, jetzt schalte ich hier mal ein bisschen hin und her. Und wir nehmen uns eine Karte, die ja am besten komplett nur aus Land besteht und wo irgendwie ein Fluss durchführt. Weil ja das höchste Ziel, was man erreichen kann, ist meines Erachtens eine Megametropole zu errichten. Und eine Megametropole hat man, glaube ich, ab 500.000 Einwohner. Das heißt, eine halbe Million Einwohner für unsere Stadt, die wir dann kreieren werden. Ja, und dazu muss es schon irgendwie ein großes Stück Land sein. Hier haben wir einiges an Land, ist aber auch ziemlich viel Wasser bei. Okay, ich will jetzt natürlich jetzt nicht das halbe Let's Play hier mit Landkartensuchen verbringen. Deswegen versuche ich mich hier irgendwie kurzfristig zu entscheiden. Und ich guck mal, was wir jetzt hier haben. Wenn die einigermaßen akzeptabel ist, dann nehmen wir die. Und dann ist das gut. Das ist schon wieder eine Insel. Hervorragend. Ich setze mal wieder auf 0. Ich glaube, die allererste, die wir hatten, die war ganz in Ordnung. Wenn wir die jetzt bei 0 sehen können, ich hoffe doch, dass er die uns wieder anzeigt. Dann werde ich die nehmen, denke ich. Die war in Ordnung. Ihr habt ja gesehen, wie das jetzt hier funktioniert. Okay. Na, hast du es bald fertig? Ja, Super Nintendo ist natürlich noch nicht so schnell. Oh, das ist wieder ganz anders, aber... Ach, da ist einigermaßen Land bei. Die nehmen wir jetzt einfach so. Okay. Die nehmen wir. So, ich habe hier schon mal kurz von reingetestet. Ich wollte die Stadt eigentlich Resident Evil nennen. Oder, Quatsch, Raccoon City. Nicht Resident Evil. Raccoon City. Leider passt es nicht. So, da das Einzige, was mir noch geläufig ist, was so ähnlich wie eine Stadt klingt, ist Redfield. Also nehmen wir mal für unsere Resident Evil Fans Redfield. Dann machen wir mal auf Ernt. Und jetzt müssen wir uns noch einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Ich nehme mir in diesem Fall jetzt mal leicht, weil wir da am meisten Kohle zur Verfügung haben. Das habe ich bisher immer so gemacht und da es keine Bewertung in diesem Spiel gibt und so weiter, können wir ruhig mit leicht starten und nehmen die 20.000 Dollar. Das ist richtig. So. Jetzt haben wir hier unsere Landkarte. Und jetzt können wir hier so hin und her cruisen. So, das blaue ist Wasser, das andere ist Land und Wald. Das ist
ist jetzt nicht so schwer zu erkennen, ne? Ich denke, wir fangen mal hier hinten in der Ecke an. Also im Wasserbereich zu bauen ist immer eine ganz coole Idee. Weil, wenn man seine Wohngebiete, die wir hier auswählen können, wir haben hier Wohngebiete, Gewerbegebiete, Industriegebiete, da komme ich dann nachher noch zu, was das alles ist, so. Also Wohngebiete, da bauen natürlich die Leute gerne und am besten am Wasser. Denn, ja, warum eigentlich? Das ist schön. Es ist einfach schön für die Leute, wenn sie am Wasser bauen. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich so anfange, dass wir hier nachher noch vernünftig bauen können. Ich mache das mal so. Zwei Wohngebiete. Mehr Gewerbegebiete benötigt. Ja, ich habe ja auch noch gar nicht richtig angefangen. So, ich werde hier mal einen freilassen. So. Ich denke, machen wir das mal am besten. Ich muss kurz überlegen, wie wir das am besten gestalten hier. Ich messe gerade so ein bisschen vom Platz her, wie das am besten passt. Ich muss einen kleinen Überblick hier verschaffen. Okay. Ja, ich weiß doch. Hier machen wir ein Gewerbegebiet hin. Und hier ganz hinten in der Ecke werden wir ein Industriegebiet hin machen. Die sollte man so ein bisschen weiter weg vom Wasser, glaube ich. Obwohl, nee, ja, Grünflächen sind auf jeden Fall wichtig beim Gewerbegebiet. Weil die Grünflächen ja so ein bisschen den Schmutz und den Dreck aufsaugen. Ist so ein bisschen wie im rechten Leben, ja. Das wollte ich eigentlich nicht sagen, im echten Leben. So. Dann brauchen wir natürlich noch eine Stromverbindung, die hier so durch so Masten dargestellt werden. Aber das bringt natürlich alleine nichts. Wir brauchen noch ein Kraftwerk. Und wir haben ja die Wahl zwischen Kohlekraftwerk und Kernkraftwerk, glaube ich, ne? Ja. Wir nehmen die Kernkraftwerke. Ja, ich weiß, die sind nicht besonders naturfreundlich. Aber das sind die Kohlekraftwerke noch weniger. Deswegen nehmen wir einfach mal das Kernkraftwerk. Und ich pack's irgendwo hin, wo das nicht so viel Schaden anrichtet. Irgendwo auf eine weit entfernte Insel. So, da. Da stört das keinen. Und dann legen wir jetzt eine schöne Stromlinie bis... Ach, scheiße. Das habe ich natürlich schon wieder Mist gebaut. Gut. Machen das hier. Ja, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Wir können das natürlich auch wegmachen. Das habe ich natürlich nur hingebaut, um euch zu zeigen, dass wir alles, was wir falsch gemacht haben, natürlich auch wieder weglöschen können mit diesem Knopf. So, jetzt haben unsere Parteien hier Strom. Gleich müsste das Zeichen aufhören zu blinken. Und in der Zeit können wir hier dann Bäumchen pflanzen und rasen. Jetzt seht ihr schon, da entstehen jetzt kleine weiße Häuser auf den roten Wohngebietsflächen. Ah, jetzt ist natürlich eine braune Ecke dabei, das finde ich nicht so schön. Also die weißen Häuser stehen für Reichtum. Also je weißer die Häuser sind im Prinzip, umso reicher sind die Leute, die da wohnen und umso mehr Leute passen da auch auf diesen Block. Und dann gibt es so einen kleinen Trick. Wenn man jetzt so ein braunes Haus dabei hat, was man nicht da haben will, dann lösche ich das einfach wieder weg. Und wenn man Glück hat, ziehen da gleich neue Leute ein und die bauen dann ein weißes Haus. Da hat er da wieder ein braunes stehen. Ich warte das mal eben kurz ab, vielleicht seht ihr das ja gleich und da erscheint ein weißes, aber das sieht nicht so aus. Weil wenn man jetzt hier mehr weiße Häuser drauf hat als diese braune Kacke da, dann wird der ganze Komplex nachher zu einem reichen Komplex. Also, na gut, aber das scheint nicht zu werden. Ich lasse das mal so. Und ich lasse es erstmal so ein bisschen laufen. Wir müssen nachher noch Polizeistationen bauen und Feuerwehrhäuser und so weiter. Man muss für dieses Spiel so ein bisschen Zeit mitbringen. Ja, und das haben wir eigentlich auch. Man könnte hier die Spielgeschwindigkeit hier noch ein bisschen schneller machen. Ich mache das mal so ein bisschen so. Dann geht das Jahr schneller rum da oben. Denn immer am Jahresende bekommen wir so eine Grafik angezeigt, was für Einnahmen wir gemacht haben. Also die Einnahmen kriegen wir natürlich durch Steuern. Unsere Einwohner hier, die zahlen natürlich Steuern für uns. Und ja, so wird das dann funktionieren. Jetzt sehe ich hier gerade, hier kommen doch ein paar weiße Häuser. Mache ich den mal weg. Ah, guck, da oben in der Ecke ist jetzt doch noch ein weißes gekommen. Und wenn ich jetzt diese einzelnen Häuser hier wegmache, dann könnten wir das Glück haben, dass da auch noch weiße Häuschen kommen. Und dann haben wir komplett alles weiß. Das wäre schön. Ja, das sieht ganz gut aus. Gut. Ja. So, das Schema eigentlich. Ja, ist nicht groß kompliziert. Hier oben haben wir eine Anzeige, was jetzt am meisten benötigt wird. Also Gewerbe ist eigentlich ausgelastet. Jetzt geht's auch nach oben. Na gut. Wir brauchen Wohngebiete und Industriegebiete. Ich lasse mir trotzdem immer ein bisschen Zeit damit, weil, ja... Na, warum eigentlich? Weil das Geld sonst ziemlich schnell alle ist. Jetzt haben wir gerade im Dezember. Das heißt, wir kriegen gleich unsere Abrechnung sozusagen, unser Budget, unser Etat wird da angezeigt und dann
können wir da noch ein bisschen walten und schalten. Genau, jetzt kommt das automatisch. Der Steuersatz ist bei 7%. Das klingt ja eigentlich ganz gut. Den lasse ich am Anfang auch noch so hoch. Obwohl, ja, und hier sollten wir nicht unbedingt dran schrauben. Man kann das hier, also wie man die Polizei unterstützt, wie man die Feuerwehr unterstützt und so weiter, sollten man aber alles auf 100 lassen. Weil, ja, wie soll ich sagen, sonst wird die Kriminalität zu hoch und so, und dann gibt's Ärger. Deswegen, ich schraube hier dran eigentlich nicht gerne rum, wenn, dann schraube ich hier oben am Steuersatz. Und noch lasse ich den auf 7, weil wir noch ein bisschen Einnahmen brauchen. Ja, was gibt's hier oben noch zu erzählen? Hier ist unser Dr. Wright. Der kann uns Hinweise geben. Zu Mieten jetzt zum Beispiel. Und der, ja, der sucht uns dann auch immer auf, wenn wir ein bestimmtes Ziel erreicht haben. Wenn wir zum Beispiel über 2000 Einwohner erreicht haben, was bald der Fall ist hier schon, dann haben wir, glaube ich, kein Dorf mehr, dann haben wir eine Stadt. Und dann bekommen wir Geschenke. Also immer wenn wir bestimmte Ziele erfüllen oder eine Geldgrenze überschreiten oder unterschreiten, bekommt er mit Hinweisen und Geschenken und die können wir dann praktisch bauen. Die kosten dann jeweils immer nur 100 Euro. Und die sind dann entweder förderlich für unser Gewerbegebiet oder für unser Wohngebiet, je nachdem was wir ein Geschenk bekommen. Das erzähle ich euch dann dazu, wenn wir dementsprechend ein Geschenk bekommen. Ja, wir können natürlich noch einen Flughafen bauen, der kostet allerdings 10.000 Dollar und der ist auch erst erforderlich, wenn wir schon große Einwohnerzahl haben. Ne? Wie im richtigen Leben müsst ihr denken. Bei so einem kleinen Kuhkaff da von 1280 Einwohnern. Gut, das sind immer noch weniger als in unserem Dorf. Da lohnt sich natürlich kein Flughafen. Und wir können später noch einen Hafen bauen und ein Fußballstadion. Na gut, hier ist es ein Footballstadion, aber für mich ist es ein Fußballstadion, denn ihr wisst ja, mein Herz schlägt ja grün-weiß und ich bin so ein bisschen eher der Fußballfan, deswegen ist das für mich ein Fußballstadion. So, und dann haben wir später noch Schienen, die wir bauen können, statt Straßen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel symbolisch da oben, da sind Autos. Wieso ist der Pfeil so komisch? Ach so, weil ich hier so ein großes Teil ausgewählt habe, so ist besser. Hier, da fahren gerade so schwarze Punkte lang, das sollen Autos darstellen. Die kann man halt auch so ein bisschen, einschränken, sag ich mal, den Straßenverkehr, wenn man so ein bisschen grüne Felder hier rumbaut. Seht ihr da? Für einen kurzen Moment hauen diese schwarzen Punkte ab. Ja. Ja gut. Ich habe jetzt so die Grundprinzipien erklärt, denke ich. Und wir haben auch gleich die Minutenzahl so erreicht, dass der erste Part gleich rum ist. Ich kann ja die Zeit wieder mitverfolgen. Ich habe ja keinen Timer wie der liebe Dave, der sich dann jedes Mal aufregt, dass er seinen Timer nicht gestellt hat. Ich habe hier so eine automatische Zeit, die von meinem Programm her mitläuft. Daher weiß ich, dass wir jetzt bei 13 Minuten und ein paar Sekunden sind, je nachdem, wie ich das zusammenschneide. Und ich denke, dass ich dann gleich anfangen werde, über die Tech-Fragen zu berichten, die mir Dave gestellt hat, die dann für euch vielleicht auch noch ganz interessant sind. Also dies hier wird eine Quasselstunde, ein Quassel-Let's Play. Ja. Also. Ich kann nochmal vorher eben erzählen, ich muss mich nochmal entschuldigen, weil einige sich jetzt vielleicht wundern, dass jetzt SimCity hier erstmal vorangeschoben ist. Ich arbeite natürlich gerade an einem anderen Let's Play. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, aus zeitlichen Gründen komme ich momentan echt nicht dazu, da gerade weiterzumachen. Ich habe das Projekt, was ich gerade bearbeite, was ich eigentlich bearbeite, sag ich mal, zu fast 75% fertig. Also da fehlt noch ein Stück. Aber ich habe momentan echt keine Zeit dafür. Ich komme da nicht zu. Wirklich, sorry. Deswegen mache ich dies hier mal als kleines Zwischenprojekt, weil das nicht so lange dauert. Da spiele ich mal 2,5 Stunden dran oder so und dann ist das fertig. Und von daher habe ich das gedacht, schiebe ich das dazwischen, dann habt ihr erstmal wieder was und ich sage euch das hier mal eben als Info und ja, dann wisst ihr Bescheid. Und ich denke, damit ist das geklärt. Mehrere Verkehrsstaus gemeldet. Ja, das macht jetzt erstmal nichts. Gut. So viel dazu. Und dann denke ich, kommen wir jetzt zu unseren Tech-Fragen. Bauen wir erstmal nochmal ein Wohngebiet, damit sich hier ein bisschen was tut, während ich quassel. Ein Wohngebiet. Und vielleicht nehmen wir noch ein Industriegebiet dazu. Ich muss mal eben gucken. Das sollten wir vielleicht eher hier so machen. Und ein bisschen Platz lassen ist immer ganz wichtig beim Industriegebiet, weil, ja, wegen Verschmutzung und so, ne? So, dann ziehen wir die Straße einfach mal hier so ein bisschen runter.